Davy und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und das ist unsere hübsche Tatjana, die Jüngste. Die ist gerade auf Toilette. Nein, die geht jetzt was essen. Ist aber ziemlich müde. Wir haben Montagmorgens gerade. Ich habe jetzt Drudy, ja, ausziehen lassen. Die ist jetzt quasi unsere Nachbarin. Und hier ist noch unsere Trixie. Nein, die Trixie. Du darfst auch mal ein bisschen Sport machen, Trixie. fällt mir gerade so auf. So, also du gehst mal auf die Toilette, dann räumst du hier mal ein bisschen auf. Und, wer ist das? Ah, das ist Ruby. Und hier kommt Alexa, die ist irgendwie total wütend. Und naja, auf jeden Fall gehst du hier unten mal ein bisschen trainieren. Also, wo sind die anderen? Dahlia und Timo schlafen. Tiara hat gerade noch Spaß. Machst du gerade hier im Internet surfen? Du gehst mal vielleicht dann nochmal was essen gerade. Genau, verdorbenes Essen aussortieren und du kannst dann hier was essen. Hast du die Hausaufgaben gemacht gehabt? Ja, gut. Tobias schläft. Der kann aber im Grunde auch gleich mal aufstehen. Ja, komm, du kannst auch schon mal aufstehen und kannst nochmal was essen gehen. Und Tatjana, die isst ja gerade noch was, wird aber gleich ins Bett gehen. Okay, so. Guck mal, Tobias, steh mal auf. Hä? Ich hab dir doch gesagt, du sollst was zu essen holen. So, nochmal. Chaka, chaka. Gut. Das finde ich, das Teil hier, das... Irgendwie gefällt es mir nicht, dass es so mitten in den im Weg hängt, ne? An das da oben kommt man eigentlich gar nicht ran ohne eine Leiter. Das ist auch irgendwie doof, ich weiß nicht. Naja, gut. So, Tiara, was magst du noch machen? Von einem Sim nicht gemocht werden. Haben wir noch irgendjemanden da? Mit dem wir uns mal anlegen können? Oh, guck mal. Geh mal hier raus, heb das mal auf. Gib der Kuh mal was zu essen und dann das hier nochmal wegwerfen. So, mitten in der Nacht ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Außer wir nehmen die Geister. Aber die Geister, die ja sowieso immer wieder in unseren Haushalt kommen, ein bisschen, ja, von denen nicht gemocht zu werden, kommt, glaube ich, nicht ganz so gut. Deswegen würde ich einfach mal sagen, geh mal ein paar Runden schwimmen, trainieren. Das ist auch nicht schlecht. Ach Gott, und Tobias geht zu seiner Schwester und ist dort. Wie süß. So, was müssen wir denn mit dir noch machen? Gartenfähigkeit noch okay. Und noch natürlich was verdienen. Haben wir hier irgendwo ein Bücherregal? Ja. So, warte. Haben wir denn nicht irgendetwas, was mit Garten zu tun hat? Gourmet, Logik. Charisma, Charisma, Comedy, Logik, Kräuter, Gärtnern, Band 2. Band 2 wird für uns ein bisschen zu viel sein, vermute ich mag Band ganz. Komm, so, warte, kaufen. Fähigkeiten, dann machen wir das mal so rum. Fitness, Geige, Geschicklichkeit. Ist das nicht nach ABC? Also hier wünschte ich mir, ich könnte das eingeben. Geige, Geschicklichkeit, Gitarre, Gourmet, Gärtner. Ach so, ist AE oder wie? Nee, egal. Auf jeden Fall will ich eins. Das habe ich nicht im Besitz, da steht es zumindest dran. Das ist ja schon mal cool. Habe ich es gekauft? Ja. So, dann kannst du das mal lesen. Das hilft dir dann bei deiner kleinen Karriere hier. Was habe ich ihm gegeben? Gestalter von Landschaften. Okay. So, Tiara. Ach, wie süß. Die schwimmt mit Hut. Okay. So, und alle anderen? Schlafen noch. Und das ist auch gut so, dass ihr schlaft. Warum bist du angespannt? Fade Umgebung. Och Gott. Willst Sachen bewundern? Ein Masseur anfordern. Gefällt dir das Zimmer deiner Schwester nicht? Neuen Besitz bewundern. Vielleicht mache ich das mal so in der Art.
Das Bett ist doch auch toll. Ich gehe mal hier raus. Okay, wo gehst du hin? Wo geht er hin? Papa ist. Du solltest hier lesen, bitte. Danke. Wo auch immer er das denn jetzt wieder macht. Bei den Eltern im Zimmer, also echt. Na gut, dann mach einfach. Genau, wir haben bald sowieso Level 2. Das sieht gut aus. Super. Nun gut, er muss ja erst wieder am Samstag arbeiten. Da haben wir noch ein bisschen dahin. Jetzt muss ich mal nach Tiara gucken. Wann wirst du älter? Oh. Bald. Ein Tag. So, sie schwimmt. Was haben wir denn für Uhrzeit? 5.13 Uhr. Menschen sind keine in Sicht. Jo, du bist gerade noch ein bisschen am Schwimmen. Dann würde ich mal kurz runtergehen. Oh. So, geh mal hier Zuckerschädelgabe da bringen. Das wird auch mal weiterkommen. Und jetzt haben wir Level 2 Gartenfähigkeit. Perfekt. Er kann aber ruhig noch ein bisschen weiterlesen. Wenn er denn wollen würde. Willst du, Tobias? Ja. Okay. So, Zuckerschädelgabe. Geklappt. 6 Uhr morgens kommen die Geister zu ihren Urnen zurück. Sehr schön. Okay, und dann gucke ich mal. Der Garten sieht ja aus. Dahlia. Oh, Dahlia geht immer aufs Töpfchen. Geh mal auf Toilette und dann darfst du dich mal um den Garten kümmern. Mit wem gehe ich denn? Ach, guck mal, mit dir, Trixie. Oder auch mit Tobias. Schauen wir mal. Wen haben wir denn hier draußen? Ne? Warte. Machst du auch mit? Oh ja, cool. Da muss ich Timo hier raus. Die Laura Niesen. Dachte ich, sei eigentlich eine Arbeitskollegin von dir. Aber dem sei ist wohl irgendwie nicht mehr so. Kann ich grob vorstellen. Das ist blöd. So, freundlich vorstellen. So, du kommst mir hier raus. Ich finde dich doof, dass die nicht so aussieht, ne? Das klappt nicht immer, dass sie die Sachen anhaben, dass man sie erkennt. Oh nein, ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt ist sie fatt. Mann, no. Warum laufen hier so wenig Leute rum? Ah, da ist jemand. Die sieht gut aus. Nach Zuckerschädel fragen. Was? Ich konnte auch nicht... Hä? Moment, stopp. Wer ist das? Sarah Niesen. Sie sieht echt hübsch aus. Auch die Frisur sagt mir irgendwie gar nichts. Und ich kann nur nach Zuckerschädel fragen. Komm mal hierher, Tobias. Schnell, die läuft uns sonst davon. Wo ist er? Die läuft nämlich weiter. Tobias, mach hinne. Wo bist du denn? Wo ist er denn? Da ist er. Der läuft nicht los. Ach, zum Glück, die läuft so entlang. Komm mal her, mein Junge. Oh. Und die ist aber auch immer noch da. Okay, Trixie. Ach so, sie geht zu dir. Moment, die heißen beide Niesen, ne? Sarah und... Laura. Seid ihr Geschwister? Auf jeden Fall läuft sie als weiter und Tobias bleibt irgendwie drin gerade stehen, oder? Oh, Leute. So. Nun geh mal los, bitte. Na also. Das war wieder hier Buggy. So, Buggy und jetzt ist sie weg. Ach, Mann. Komm mal hier rüber. Frösche suchen. Trixie. Trixie ist genau auf der anderen Seite. Warte, da ist auch noch einer. Moment. Warum bist du traurig? Wegen Merkmal wahnsinnig. Mir kreisen verrückte Sachen im Kopf. Wer ist das eigentlich? Tim Müller.
Gibst du mir einen Schädel? Ohne dass ich groß mit dir quatschen muss. Nein! Okay, dann quatsche ich erst mit dir. Was auch immer. So. Dann gucke ich nochmal nach Tobias. Oh, Tobias geht jetzt natürlich in die Schule. Es ist Schulzeit. Dahlia. Och Mann, was machst du denn? Dahlia trauert. Wo ist sie? Ist sie unten? Ja, sie ist unten. Und Timo ist immer noch im Bett, oder? Mhm. Eieieiei. Das war jetzt echt doof mit dieser Laura Niesen. Oh, das hieß sie, glaube ich. Ja, Jasmine. Komm, so, um Rat bitten. Zu kochen reden. Von Jambus schwärmen. Zu kochen reden. Oh, wir haben die Post bekommen. Tatjana, warum bist du eigentlich immer noch im Bett? geh mal zur Schule. So, Timo. Timo, du kannst aufstehen, kannst mal unsere Rechnung bezahlen. Und Dahlia. Ah ja. So, wir quatschen gerade mit der Laura. Wir kennen uns allerdings noch nicht so gut. Mit Familie angeben. Nachts sogar Schädel fragen. Über Rechnung beschweren. Naja. Na? Tim hat Trixie und so weiter. Einen haben wir gekriegt. Michael haben wir gekriegt. Okay, Michael ist aber... Ach, wartet. Laufen noch andere rum? Nicht wirklich. Ach, Manu. So, wo habe ich denn meine Schädel eigentlich? Die habe ich unten aufgehangen, ne? So, das ist Michael. Den haben wir schon. Dann würde ich sagen... Ich habe ja hier oben nochmal einen. So, den mache ich auch nochmal hier rein. Habe ich eigentlich noch. Die anderen habe ich, glaube ich, verkauft, dummerweise. Aber egal. Ich will ja nur einmal zumindest. So, eine halbe Stunde muss Timo auch zur Arbeit. Kohle im Klo? Was? Während einer kurzen Pause entdeckt Tiara ein wenig Geld auf dem Toilettenbecken. Soll sie es in ihrem Spind anschließen oder direkt zum Direktor bringen? Sie sichert es, ne? Sie ist ja unsere Kleptomanin, also was soll sie anderes tun? Der Geldverlust wird gemeldet, der Direktor ordnet eine Durchsuchung der Schränke an. Tiara wird mit dem Geld erwischt und muss nachsitzen. Okay. Und Laura hat unsere Dahlia was gegeben. Da mache ich mal kurz auch auf Stopp, denn das hat sich gut angehört. Das ist... Oh, Joel. Den kenne ich noch gar nicht. Gewöhnlich zwar, aber... Yay, guckt mal, 6 Stück. Ich gucke auch nochmal genau, wie ich habe 6 Stück. Insgesamt sind wir bei bald 5 Millionen. Oh, mir fehlen noch 3. Okay. So, dann Dahlia, dann darfst du mal in den Garten. Und den Garten pflegen. Und hier weiterentwickeln. Da hat auch noch was geglitzert. So, sie ist natürlich jetzt traurig, weil sie irgendwie getrauert hat auch. Blöd. Oh. Ja, komm. Timo. Oh, da wäre noch jemand gewesen. Naja, gut. Timo geht jetzt erstmal auf Arbeit. Ich weiß gar nicht, diese Laura Niesen da, wobei wir haben ja jetzt von ihr einen bekommen. Ich guck mal, ob es auf der Arbeit noch jemand gibt, der bei dieser Feier mitmacht. Mal schauen. Ich vermute mal fast allerdings nicht unbedingt. Nun gut. Ein bisschen was haben wir gekriegt. Das würde ich immer so sagen, nö. Was müssen wir heute machen? Dickmacher-Serum mischen, 10 Minuten an Rakete arbeiten und über Aliens unterhalten. Okay. Ich klicke mal ganz kurz so ein bisschen kurz rein. Upsala. Ob ich letzte Episode verderben bin. So, die 3, die ich jetzt hier gesehen habe, die haben auf jeden Fall nichts an Zuckerschädel dabei und
Sie auch nicht. Nun gut. 10 Minuten an Rakete arbeiten, dann über Aliens unterhalten. Mit dir vielleicht. Über Aliens unterhalten. Da. So, dann Dickmacher-Serum mischen. Was brauche ich denn dafür? Zwei Kochbananen, zwei Äpfel. Na toll. Ich glaube, wir haben keine Bananen hier. Rosenstrauch, Spinat, Erdbeeren, Gänseblümchen, Glockenblumen, Karotte. Jetzt bin ich mal ganz kurz am Überlegen, ob ich Timo heute einfach mal rausschicken sollte. Guck mal, du kannst hier mal. Ach komm, nach Schatz, graben, 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 graben. Gehen wir heute mal nach draußen. An Bonsai arbeiten und so weiter. Ja, und kann ich jetzt eigentlich hier auch irgendwelche Samen noch reinsetzen? Bestimmt irgendwie könnte ich das. Warum steht denn eigentlich das Teil hier da draußen? Ich weiß gar nicht. Habe ich das jemals hier hingestellt? Gute Frage. Die zwei stehen auf jeden Fall wegen mir da. Beide noch von Tristan Traumtänzer. So, ich glaube aber an dieser Stelle sage ich jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann das nächste Mal wieder. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saginata. Ciao, ciao.